Ja? Okay. Wir sind in einer Stunde bei Ihnen. Tschüss. Ja, wir haben einen neuen Auftrag. Ja? Mhm. Von Petra Hansen. Ihr Sohn will sich angeblich genießen. Kannst du sein, Penner, ey? Okay. Ja? Okay, wir sind dann in einer Stunde bei Ihnen. Tschüss. Ja, also, wir haben einen neuen Auftrag. Ja, von wem denn? Petra Hansen. Wir müssen zu ihr, weil ihr Sohn sich genital umwandeln will. Scheiße. Okay, jetzt anhört, das hast du weniger gelacht, das heißt, beim nächsten Mal lachst du ja nicht. Okay. Ich musste bloß lachen, weil... Ich filme immer noch. Oh, scheiße. Ja? Okay. Ja? Okay. Wir sind dann in einer Stunde bei Ihnen. Ja. Tschüss. Du, wir haben einen Auftrag. Von wem denn? Es war eine Frau, die, glaube ich... Ich habe jetzt ihren Namen nicht verstanden, weil sie die ganze Zeit so geweint hat. Wir sollen zu... Ganz fein. Möbel. Ja, warum hat sie so viele Möbel? Warum hat sie so viele Möbel? Warum bist du so entdeckt? Wir wollten mit dir reden. Nein, das geht nicht. Sie können nicht mit mir reden. Ich verstehe das nicht. Warum nicht? Darum nicht, weil es nicht geht. Sitzt einfach so. Mensch, hört doch mal auf. Ihr seid immer professionell hier. So redet man nicht mit deiner Mutter. Dass sich alles aufgeklärt hat. Und das mein Sohn sich... Warte, fang nochmal an, den Anfang schneiden wir dann raus. Fang einfach nochmal an. Ich bin so froh, dass sich alles aufgeklärt hat und dass sich mein Sohn nicht genießt. Jetzt seid doch mal leise. Okay, wir fangen jetzt noch einmal an. Oh, jetzt seid mal leise. Ja, okay, ich konnte nicht mehr. Und ich will... mein Sohn sich nicht genital umwandeln lässt. Und ich bin so froh, dass die Verdachtsermittler das... Naja, ich glaube, es sind nicht die Symptome dafür. Ich glaube, er ist einfach nur dumm. Er hat nicht genügend. Ich glaube, ihr Kind ist ein Opfer. Finden Sie? Ja! Wie alt ist Ihr Sohn denn? Er ist 17 Jahre alt. Ja, in diesem Alter? Ja, in diesem Alter kann das schon mal passieren. Ja. Ich glaube, Kinder von heute so leid. Ja, ich glaube, die Kamera ist wieder. Deshalb musste ich halt weg und darum wollte ich mich auch umbringen da vorne. Und weil ich musste halt weg, ich musste sicher gehen, dass der Typ mich nicht finden kann. Damit er mich nicht nochmal erpressen kann. Ich glaube, wir werden jetzt mal.